Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. Wir waren wieder mal in Sonneberg am Astronomiemuseum. Jörn Wilms, den kennen jetzt die eingefleischten Astronomiefans längst, der ist unser Sachverständiger im Thema E-Rosita. Interessiert uns natürlich auch deshalb nochmal ganz besonders, weil die Mission deutsche Wurzeln hat. Hier geht es ja darum, schwarze Löcher zu bestimmen und Galaxien und letztendlich die Expansion exakt herauszukitzeln, um dann die Frage nach der dunklen Energie besser festmachen zu können. Jörn Wilms stellt das Ganze nochmal in einen gesamten Kontext dieser Mission. Viel Vergnügen. Wenn kein Nebel ist, draußen an den Himmel gucken, dann sehen Sie, dass die Sterne am Himmel nicht gleichmäßig verteilt sind, sondern die Sterne sind am Himmel eben hauptsächlich in der Scheibe der Milchstraße hier verteilt. Das ist eine Information, die wir schon seit sehr langen Jahren hatten. Ja, schon die Griechen hatten Ideen, wie die Milchstraße tatsächlich entstanden ist. Und im 19. Jahrhundert haben dann die Leute so langsam angefangen, sich auch genauer mit anderen Objekten am Himmel zu beschäftigen, zum Beispiel mit diesem Fleck hier. Es wurde erkannt, eben, dass es die sogenannten Nebel am Himmel gab. Die sind zuerst schon ab Mitte des 18. Jahrhunderts von Leuten, die Kometen gesucht haben, als nervige Dinge letztendlich erkannt worden. Da waren so Flecke am Himmel, die sich halt nicht bewegt haben und damit erstmal uninteressant waren. Ja, da kommt für die hier die Astronomie ein bisschen machen, haben sie sicherlich schon die Messier-Objekte natürlich kennengelernt. Und der Messier-Katalog ist nichts anderes als ein Katalog von Objekten, die keine Kometen sind. Das war also nicht ein Katalog von schönen Sternen, sondern das war tatsächlich die Liste von Objekten, die Messier genervt haben, weil sie eben so aussahen wie Kometen, aber keine Kometen waren. Und das hier ist eins der berühmtesten davon, das ist der sogenannte Andromeda-Nebel. Und die Frage ist schlicht und einfach, was ist denn eigentlich so ein Objekt hier wie dieser Andromeda-Nebel, den man, wenn man den heute natürlich mit besseren Geräten anguckt, der dann so aussieht. Und dazu müssen wir ein bisschen zurückgehen in die Geschichte der Astronomie, in die Zeit, in der Sternwarten wie Bamberg, denn da waren wir auch Sternwarten wie Sonneberg gegründet wurden, weil nämlich in der Zeit die Leute geschafft haben, tatsächlich große Teleskope auch zu bauen. Und die haben Teleskope gebaut, die groß genug waren, wie hier das Teleskop, das 2,50 Meter Teleskop auf dem Mount Wilson, das sogenannte Hooker Teleskop. Und damit hat dann Edwin Hubble als erstes erkannt, dass tatsächlich der Andromeda-Nebel in einzelne Sterne aufgelöst werden kann. Das heißt, zu dem Moment war es klar, dass es sich bei manchen dieser Nebel eben nicht um Nebel handelt, sondern tatsächlich um Welteninseln, wie man damals so schön gesagt hat, also um die Zusammenstellung von einzelnen Sternen und das, was wie der Andromeda-Nebel tatsächlich das gleiche ist wie die Milchstraße. Ja, das war davor umstritten noch, selbst wenn man also zurückgeht im ganzen 19. Jahrhundert raus, gab es die Milchstraße als eine Ansammlung von Sternen und da gab es noch ein paar Flecke. Und hier ist dann plötzlich kam es zu dieser großen Explosion im Verständnis, wie groß das Universum eigentlich ist, dass eben andere Galaxien wie unsere Milchstraße auch erkannt wurden. Hubble schaffte es dann, viele dieser Welteninseln anzuschauen und insbesondere auch zu erkennen, dass, wenn man diese Welteninseln sich anschaut, es welche gibt, die näher dran sind wie Andromeda, aber auch andere, die weiter weg sind. Er hat es zuerst einfach dadurch gemacht, dass er sich Bilder von Galaxien hier angeschaut hat und die sind jetzt hier schon mal sortiert. Und wenn man da einfach sieht, dieses Objekt hier im Sternbild der Jungfrau ist natürlich deutlich größer als dieses Objekt hier im Sternbild Bootes oder Hydra. Und wenn man jetzt einfach mal postuliert, das sind alles Galaxien, die werden alle grob so sein wie auch die Milchstraße oder Andromeda, dann sieht man allein schon aus der Größe dieser Galaxien, dass die weiter weg sein müssen. Man kann also Entfernungen abschätzen. Was Hubble auch gemacht hatte, war, dass er angefangen hat, mit den damaligen großen Teleskopen Spektroskopie von Sternen und von Galaxien vor allen Dingen, Entschuldigung, zu machen. Und das ist hier aufgetragen. Hier sind die Spektren dieser Objekte geplottet, so wie sie aufgenommen wurden. Sie sehen hier in der Mitte das Spektrum der Galaxie und oben und unten sehen Sie von einer Vergleichslampe Emissionslinien. Galaxien bestehen jetzt aus einzelnen Sternen. Der Otto-Normalstern
in unserer Galaxie sieht im Prinzip so aus wie die Sonne. Ein typischer Sterne, Spektraltyp G oder ein bisschen weniger. Und deswegen ist auch das Spektrum einer Galaxie sieht im Prinzip deswegen auch ganz ähnlich aus wie das Spektrum von einem Stern wie unserer Sonne. Und eine der Charakteristiken von Sternen wie unserer Sonne ist, dass da Absorptionslinien, starke Absorptionslinien, die sogenannte H- und K-Linie von Calcium drin ist. Und das sehen Sie hier als diese zwei schwarzen Striche. Und was Hubble jetzt aufgefallen ist, wenn man also zu Objekten geht, die weiter weg sind, dass dann diese Spektrallinie immer weiter rot verschoben ist. Das heißt, man hat die Wellenlänge bei immer röteren Wellenlängen tatsächlich gesehen. Ja, und das ist ein Effekt, den Sie alle kennen, das ist der Doppler-Effekt, der einfach dadurch herrührt, dass wenn sich zwei Objekte gegenseitig bewegen, ein Objekt sendet Strahlung aus, Lichtwellen oder zum Beispiel auch Schall, und es bewegt sich dann halt von ihnen weg, dann erscheinen diese Wellenlängen auseinandergezogen und damit röter, weil sie langwelliger sind. Das ist einfach der Effekt auch vom Auto, ne? Wenn ein Auto an einem vorbeifährt, macht es halt Miong. Ja, und diese Wellenveränderung, das ist halt genau das. Was Hubble jetzt eben auffiel, war, dass größere Entfernungen auch korreliert sind mit viel höheren Rotverschiebungen. Und wenn man dann die Rotverschiebung mit der Dopplerformel umrechnet in eine Geschwindigkeit, kommt raus eben hier, dass sich das Objekt hier in Virgo mit 1200 Kilometer pro Sekunde von uns entfernt, dieses Objekt hier unten mit 61.000 Kilometer pro Sekunde. Was Hubble damit gefunden hatte, war die Expansion des Universums. Wenn man das Ganze noch mal ein bisschen genauer und moderner aufplottet, dann ist hier die Entfernung in Megaparsec, also in Millionen Parsec, wo ein Parsec 3,26 Millionen Lichtjahre ist, und hier die aus der Rotverschiebung ermittelte Geschwindigkeit. Und Sie sehen, dass es hier also eine lineare Beziehung gibt zwischen Geschwindigkeit und dieser Entfernung, die ich hier oben als das sogenannte Hubble-Lemaitre-Gesetz hingeschrieben habe. Es gibt also eine ganz enge Beziehung zwischen dieser Geschwindigkeit und der Entfernung. Die Implikation daraus ist also, dass das Universum, weil sich alles von uns zu entfernen scheint, größer wird. Ja? Anders umgedreht, wenn Sie jetzt nach hinten gucken, alles war früher näher dran, insofern muss es irgendwann mal einen Anfang des Universums, den Urknall, gegeben haben. Ja? Eine Sache, weil das als Frage immer wieder auftaucht. Ich habe hier ganz bewusst die Geschwindigkeit in Anführungszeichen geschrieben. Wir wissen, dass es sich hier nicht um eine Geschwindigkeit handelt, sondern was tatsächlich hier passiert ist, dass das Universum sich ausdehnt. Das heißt also nicht, dass sich Dinge bewegen, sondern dass der Abstand zwischen Dingen größer wird. Ja, das ist ein wichtiger Unterschied, den Leute immer wieder durcheinander bringen. Ja, wenn Sie hier jetzt also alle so sitzen bleiben und ich würde magisch hier das Gebäude auseinanderziehen, ja, dann würden Sie sagen, dass Sie relativ zum Fußboden sich nicht bewegt haben. Ja, das heißt, Sie haben keine Geschwindigkeit. Trotzdem wird der Abstand zwischen Ihnen größer. Und genau das ist die Expansion des Universums. Da entsteht Raum. Ja, es bewegt sich nichts durch den Raum. Der Effekt auf das Licht ist das gleiche wie der Effekt, wenn man sich durch den Raum bewegt. Ja, beides erzeugt eine Rotverschiebung. Aber das eine hat mit einer Bewegung zu tun, das andere hat was damit zu tun, dass der Raum größer wird. Und das ist deswegen ein wichtiger Unterschied, weil wenn Sie das hier nur zu hoch genug Entfernungen extrapolieren, Sie hier natürlich Geschwindigkeiten rauskriegen können, die beispielsweise auch größer als die Lichtgeschwindigkeit sind. Das ist voll und ganz okay, weil es bewegt sich ja nichts. Ja, die spezielle Relativitätstheorie, die sagt, die maximale Geschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit, gilt nur für Bewegung durch den Raum, die gilt nicht für Effekte, die durch die Expansion des Raums entstehen. Hubble hat das Ganze erkannt. Hubble hat ironischerweise das Ganze erkannt, und zwar deswegen, wenn man sich anschaut, wo er seine Messung gemacht hat, dann bezieht sich das auf diesen kleinen roten Quadrat da unten. Er hat sich deswegen auch absolut vollständig vermessen. Der Proportionalitätsfaktor, der hier zwischen Entfernung und Geschwindigkeit rauskam, bei ihm war ungefähr um Faktor 10 zu groß. Hubble hat also in dem Sinn gar nicht die Expansion des Universums entdeckt, aber er hat Glück gehabt. Ja, er hat einfach seine Geschwindigkeiten falsch gemessen, und wir wissen heutzutage eben, dass er hier recht hatte. Gut, was bedeutet das jetzt für uns? Das bedeutet, das Universum hatte einen Anfang, und es hat sich seit diesem Anfang, dem Urknall, zu dem entwickelt, was wir heute sehen. Und genau da fangen jetzt auch die Probleme an.
Hier ist mal auf einer Seite zusammengestellt, wie wir uns die Entwicklung des Universums von früher bis heute vorstellen. Wir fingen an in einem Urknall, da ist das Universum entstanden. Aus Gründen, die wir heute in der Astrophysik nicht verstehen, auch nicht verstehen können, weil diese kurze Zeit hier, in der das Universum entstanden ist, was uns physikalisch nicht zugänglich ist. Das liegt einfach daran, dass wir keine Theorien haben über das Verhalten von Material bei sehr hohen Dichten, bei diesen Zuständen. Das Universum hat sich dann entwickelt. Es gab dann eine Phase, wird postuliert, der sogenannten Inflation, in der das Universum plötzlich sehr viel größer geworden ist. Sehr viel größer muss man sich so vorstellen, dass Sie eine Zone von der Größe einer Erbse nehmen, die sehr schnell sich plötzlich auf eine Zone von der Größe vom Radius einer astronomischen Einheit, also des mittleren Abstands zwischen Erde und Sonne, 150 Millionen Kilometer, vergrößert hat. Ja? Das passierte in der Phase der Inflation. Es gibt gute Argumente, warum so eine Phase im Universum tatsächlich existiert haben muss. Von da an entwickelte sich das Universum dann langsam weiter, und zwar so, dass es expandierte. Jetzt ist es so, dass das Universum in der Frühzeit des Universums extrem heiß gewesen sein muss. Das wissen wir deswegen, weil wir heute immer noch, seit den 60er Jahren wissen wir das, den kosmischen Mikrowellenhintergrund sehen. Wir sehen, dass das ganze Universum ausgefüllt ist mit einer Strahlung von 3 Kelvin. Wenn ich jetzt so ein Strahlungsfeld, das eine Temperatur äquivalent von 3 Grad über dem absoluten Nullpunkt habe, zurückextrapoliere, also das Universum kleiner mache, dann kann man zeigen, dass diese Strahlung eben blau verschoben wird. Oder anders ausgedrückt, diese 3K-Strahlung ist entstanden zu einer Zone in einer Zeit, als das Universum viel kleiner war und wurde seither eben rot verschoben, so wie es die Galaxien auch machen. Das heißt, wenn ich in der Zeit zurückgehe, dann wird das Universum immer wärmer. Zum Beispiel, als das Universum halb so groß war wie heute, Drittel so groß war wie heute, hatte es eine Temperatur von 10 Kelvin. In dieser Phase hier hatte es eine Temperatur von Millionen bis Milliarden Kelvin. Als es eingemischt in diese heiße Strahlung waren Protonen und Elektronen hauptsächlich und ein paar Alpha-Teilchen, also Kerne, Heliumkerne. Ja? Wenn Sie jetzt ein heißes Gas nehmen, wie das am Anfang des Universums eben war, und dieses heiße Gas expandieren, dann kühlt das Universum ab. Wenn das Gas heiß ist, dann werden die Photonen, wird das Licht in diesem Gas an Elektronen streuen. Ja, das ist einfach so, wenn Sie freie Elektronen in einem heißen Gas haben, dann kann Strahlung da nicht gescheit durchgehen, sondern wird stark gestreut. Das nennt man eine sehr gute Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie. Stellen Sie sich wieder so vor, Sie seien die Elektronen, ich bin ein Photon, wenn ich hier durchlaufen muss, dann werde ich ganz viel durchgestreut. Ja? Jetzt kommt dann plötzlich der Punkt, wo das Universum kalt genug wird, ungefähr 400.000 Jahre nach dem Urknall, wo das Universum so kalt wird, dass die Elektronen und die Protonen rekombinieren können. Das heißt, es entsteht neutraler Wasserstoff. Ja, der Begriff, das nennt man die Phase der Rekombination, das ist ein dummer Begriff, weil das so ist, dass da die Elektronen und die Protonen das erste Mal kombinieren. Das ist also eigentlich die Phase der Kombination, wenn Sie so wollen. Ja. Das ist der Punkt, wo das Universum schlagartig durchsichtig wird. Und von dem Moment an konnte dieses Licht hier frei zu uns strömen. Das heißt, wenn Sie heute mit einem Radioteleskop Licht der 3K-Strahlung messen, dann messen Sie Lichtquanten, die letzten 15 Milliarden Jahre geradeaus durch das Universum geströmt sind, bis sie jetzt von Ihrem Teleskop zerstört wurden. Ja, das muss man sich also auch mal auf der Zunge zergehen lassen. So, was passierte jetzt hier im Universum? Mit dem Urknall entstand, wie wir gerade sagten, auch die Materie. Ja? Sie haben jetzt plötzlich zu diesem Zeitpunkt die Phase, wo jetzt plötzlich neutraler Wasserstoff existiert. Und was dieser neutrale Wasserstoff jetzt macht, ist, dass er versucht, sich zusammenzuklumpen. Das kann er deswegen machen, weil am Anfang in der Inflation manche Zonen im Universum entstanden sind, wo leicht eine höhere Dichte von Material da war als andere Zonen. Nehmen wir mal hier wieder Sie als Zuhörer. Sie stellen eine Anklumpung von Zuhörern statt. Hier ist eine andere Anklumpung von Zuhörern, dazwischen ist niemand. Ja? Sie hier haben die größere Masse.
Und das bedeutet, wenn jetzt hier plötzlich diese Streuung durch die Photonen nicht mehr da ist, dass sie alle sich sehr eng aneinander schnuggeln wollen. Die Gravitation wird anfangen, sie zusammenzuziehen. Genauso wird es hier in dieser Gruppe passieren. Und diese Gruppe wird jetzt gleichzeitig auch in diese Richtung angezogen werden, einfach dadurch, weil die Gravitation herrscht. Ja? Sowas nennen wir eine Abweichung von der mittleren Dichte, die im Universum herrschte. Ja, wenn ich eine Zone habe, die ein bisschen dichter ist, eine Zone, die ein bisschen dünner hat, dann wird diese Zone, die ein bisschen dichter ist, wachsen. Und eine Zone, die ein bisschen dünner ist, dieser Raum wird da größer werden. Ja? Formal nennt man das die Phase der Strukturentstehung. Und was in der Zeit entstanden ist, ungefähr 1 Milliarde Jahre nach dem Urknall, war, dass wir da sehen, dass sich erste Galaxien tatsächlich bilden und dass diese Galaxien dann wiederum in einer späteren Phase anfingen, um sogenannte Galaxienhaufen, also Ansammlungen von Tausenden von Galaxien zu bilden. Das ist unser Bild, wie das Universum sich entwickelt haben muss. Damit dieses ganze Bild funktioniert, muss ich genau verstehen, wie die Expansion des Universums eigentlich tatsächlich funktioniert. Ja, weil zusätzlich zu dieser Zusammenklumpung wir ja die ganze Zeit auch noch haben, dass das Universum auseinandergezogen wird. Wenn Sie sich also wieder dieses Zusammenklumpungsbild überlegen, wenn ich jetzt gleichzeitig hier den Raum auseinanderziehe, dann müssen Sie natürlich schneller sich zusammenklumpen, als ich sie auseinanderziehe. Ja? Und das funktioniert eben nur unter bestimmten Bedingungen. So, wir können uns jetzt überlegen, mithilfe der Relativitätstheorie, wie das Universum eigentlich expandiert. Das kann man sehr gut verstehen. Der wichtigste Parameter erstmal für die Gesamtentwicklung des Universums ist die Menge an gravitierendem Material im Universum. Das nennen wir auch Omega in M, wie Omega für die Materie. Was ich Ihnen hier aufgetragen habe, ist, wie sich verschiedene Universen als Funktion der Zeit entwickeln. Die Zeit hier in Gigajahren, Milliarden Jahren, hier bei Null, das wäre heute, hier ist also die Vergangenheit, hier drüben ist die Zukunft. Und was hier aufgetragen ist, ist die Größe des Universums in Einheiten seiner heutigen Größe. Formaler formuliert nennt man das auch den Skalenparameter. Wenn Sie sich auch wieder hier den Raum angucken und sich überlegen, wie kann ich denn die Größe des Raums definieren, dann würden Sie sagen, eine gute Größe ist der Abstand zwischen den Stühlen. Und das nennen wir jetzt heute einfach auf 1 und wenn wir das auseinanderziehen, dann sind halt die Stühle plötzlich zweimal so weit weg wie heute und dann wäre der Skalenparameter im Vergleich zu heute gleich 2. Jetzt schauen wir uns mal an, wie sich hier verschiedene Universen verhalten. Wir fangen an mit dieser schwarzen Kurve hier. Das ist die Kurve für ein Universum, in dem sehr viel gravitierendes Material drinsteckt. Wenn dieses Universum jetzt hier expandiert, dann wird die Gravitation, das Material in dem Universum, versuchen, diese Expansion zu stoppen. Ja, ganz einfach, ich ziehe auseinander, aber die Gravitation versucht eben halt, dass die Teilchen sich gegenseitig wieder anziehen und das verlangsamt die Expansion. Und wenn Sie nur genügend Material in einem Universum haben, dann wird dieses Universum irgendwann mal aufhören zu expandieren und dann wieder zu kollabieren und in diesem Fall hier wird halt in 20 Milliarden Jahre Schluss sein. Und da ist das Universum dann wieder auf dem Punkt zusammen, das man auch den Big Crunch genannt hat. Wenn ich jetzt weniger Material in ein Universum reintue, dann entwickelt sich zum Beispiel sowas wie diese grüne Kurve hier. Und ich sollte mich entschuldigen, die Grafik ist nicht von mir. Ich weiß, dass grün nie auf Beamern gut rauskommt. Aber na gut, die ist halt nicht von mir. Hier sehen Sie, dieses Universum entwickelt sich in die Zukunft auch, wird aber weniger abgebremst, als dieses Omega M gleich 5 Universum ist. So ein Universum, das bis in alle Ewigkeiten expandiert, hat eine Dichte, die wir Omega M gleich 1 nennen. Das heißt, die Dichte ist hier, dieses Omega ist so normiert, einfach relativ zu der Massendichte, bei der das Universum gerade so bis in die Ewigkeit expandiert. Umgerechnet ist es ein Wert von 5 Wasserstoffatomen pro Kubikmeter, also nicht viel. Ja? So, wenn ich noch weniger Material im Universum habe, na gut, dann wird es einfach schneller weiter expandieren und das ist diese blaue Kurve hier. Okay? Schon allein von der Abbildung können Sie sehen, dass all diese drei Universen keine richtigen Universen sein können. Das liegt einfach daran, ich kann jetzt nicht nur die Zukunft ausrechnen, ich kann mir auch die Vergangenheit ausrechnen. Und hier ist es zum Beispiel so, bei diesem Omega M gleich 5 wird das Universum sehr, sehr schnell abgebremst. Das heißt, relativ zum Beginn dieses Universums liegt der Urknall relativ nah zurück. Ja? Also hier zurück
gelaufen, hier wo das Universum einen Skalenparameter von 0 hatte, das ist, als der Urknall war. Und das ist halt hier vor 6 Milliarden Jahren. Das ist ein bisschen ein Problem, weil da kommen sie selbst mit dem Sonnenalter gerade mal so noch hin. Und wenn sie ältere Sterne angucken, dann stellen sie fest, dass die älteren Sterne älter sind, als das Universum es nach diesem Modell wäre, was offensichtlich keine gute Idee ist. Ne? Wir wollen ja hoffen, dass das Universum älter ist als das, was drin ist. Selbst dieses blaue Universum hier hat ein Alter jetzt von 12 Milliarden Jahren knapp, das immer noch weniger ist als das Alter von Kugelsternhaufen. Und das sind die ältesten Objekte, die wir im Universum tatsächlich gut messen können. Ja? So, das war alles ein großes Problem. Man hat es gerade so geschafft, diese Universen zu fabrizieren. Umgedreht heißt es jetzt aber, wir wollten natürlich gern wissen, in was vor einem dieser verschiedenen Universen leben wir denn eigentlich. Ja, wir wollen gern wissen, wo geht's hin und auch wie alt ist das Ganze. Und was sie dazu jetzt machen, ist, sie gehen hin und sie versuchen, Entfernungen zu astronomischen Objekten zu bestimmen, so wie das also der Hubble zum Beispiel auch gemacht hat. Sie gucken jetzt einfach an, bei welcher Größe des Universums ist mein Objekt wie weit weg. Das können Sie relativ einfach machen. Sie müssen nur Quellen kennen, deren Helligkeit Sie kennen. Und dann müssen Sie messen, was ist die scheinbare Helligkeit der Quelle. Und dann schauen Sie einfach an. Dann können Sie sich sofort ausrechnen, wie weit dieses Objekt weg ist. Ja? Ich sehe da so ein paar Runzeln. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie kennen eine Taschenlampe, die hell ist. Und Sie sehen jetzt eine Taschenlampe irgendwo hier unten im Ort. Und Sie sehen die hier, dann können Sie auch abschätzen, wie weit die Taschenlampe weg ist. Ganz einfach, weil Sie wissen, wie hell typisch eine Taschenlampe ist. Und Sie wissen, dass die Helligkeit mit 1 über den Abstand Quadrat einfach schwächer wird. Ja, das heißt, aus der Messung des Flusses einer solchen sogenannten Standardkerze kann ich rauskriegen, wie weit die Objekte weg sind. Und das Ganze macht man in der Astronomie, das ist nicht mit Taschenlampen, sondern man macht es in der Astronomie mit möglichst hellen Objekten. Weil, wenn Sie sich hier diese verschiedenen Universen angucken, die Art, wie das Universum expandiert hier zur Phase, also die Art, wie sich als Funktion der Zeit das Universum ändert, ist natürlich umso mächtiger, je weiter weg die Objekte sind, weil die verschiedenen Unterschiede, die wir hier sehen, bei der Expansion eben natürlich größer sind, je weiter weg von heute ich beobachte. Hier ganz nah bei uns. Also als sich die Skalenparameter hier kaum geändert haben, da sehen Sie einfach keine Unterschiede. Ja, der Andromeda-Nebel wird immer so aussehen, egal wie sich das Universum verhält, weil der so nah ist, dass das Licht halt nur Millionen Jahre braucht, bis es bei uns ist. Während dagegen, wenn ich ein Objekt anschaue, das eine Milliarde Lichtjahre weg ist, ja, da hat sich das Universum jetzt eine Milliarde Jahre lang, oder noch länger, je nachdem wie es sich ausdehnt, entwickelt schon. Und da sehe ich Effekte in der Entwicklung des Universums viel besser. Ja? Und das macht man jetzt mit Standardkerzen, sogenannten Standardkerzen, also Objekte, deren Physik ich genau verstehe und deren Leuchtkraft ich kenne und misst jetzt die Entfernung dadurch, dass man sagt, na gut, jetzt sehe ich hier die scheinbare Helligkeit, ich weiß, wie hell dieses Objekt tatsächlich ist, jetzt rechne ich mir mal aus, wie das Objekt aussehen sollte und was hier Ende des letzten Jahrtausends gemacht wurde, war, dass man erkannt hatte, dass eine bestimmte Art von Supernova-Explosion, von explodierenden Sternen, benutzt werden kann, um Entfernungen zu messen. Hier ist aufgetragen die Entfernung dieser Objekte als Form der sogenannten Rotverschiebung. Das ist einfach die relative Änderung der Wellenlänge von dieser Supernova. Und hier ist aufgetragen die Helligkeit, die dieses Objekt hat. Je nachdem, wie sich das Universum entwickelt, ist ein Objekt unterschiedlich hell. Woran liegt es? Stellen Sie sich vor, ich schicke hier Licht aus und das Licht verbreitet sich jetzt in eine Kugel. Jetzt stellen Sie sich mal vor, dass sich der Raum gleichzeitig auch noch ausdehnt. Dann wird diese Kugel einfach dadurch, dass sich der Raum ausdehnt, ja nochmal ein Stück größer. Ja? Das heißt, wenn sich der Raum schnell ausdehnt, verteilt sich das Licht auf eine Kugel, die einen viel größeren Radius hat, als wenn sich der Raum nur wenig austeilt. Ja? Das heißt, wenn der Raum eine unterschiedliche Ausbreitungsgeschwindigkeit hat, ist die Quelle bei gleicher Entfernung unterschiedlich hell. Ja? Und das ist genau das, was von Perlmutter, Schmidt und anderen gemessen wurden. Hier sind die Datenwerte, die aufgetragen wurden. Und diese schwarzen Kurven hier sind jetzt Vorhersagen für verschiedene dieser Modelle hier. Und was damals festgestellt wurde, war eben, dass diese Supernovae bei größeren Entfernungen
eben eine kleinere Helligkeit hatten, als es tatsächlich erwartet wurde. Ja, das kann man, glaube ich, auf dieser Abbildung hier nochmal besser schauen. Hier sehen Sie die Rotverschiebung in der logarithmischen Darstellung, weil das so ähnlich aussieht wie ein Hubble-Diagramm. Hier ist es jetzt eine lineare Darstellung und hier unten ist eingetragen die Abweichung in der Helligkeit für verschiedene kosmologische Modelle. Ja, was da rauskam, war, dass das Universum scheinbar eine Dichte hat, die gleich ist dieser kritischen Dichte, wo sich das Universum bis in alle Zukunft ausdehnen wird. Und das ist sehr gut, weil die Inflationsphase ganz am Anfang, ja, Erbse nach Sonnensystem, vorhersagt, dass die Dichte des Universums genau diesen kritischen Wert haben muss. Ja? Und wir brauchen aus verschiedensten Gründen die Inflation, weil die sehr viele physikalische Probleme löst. Insofern hat man argumentiert, ja, das ist eine sehr gute Idee, diese Inflationsphase zu haben. Ja, man hat also lang danach gesucht gehabt, ob man in gravitierendem Material tatsächlich dieses Omega von 1 erreichen kann. Und der Grund, warum ich Ihnen hier aufgemalt habe, in Blau, das Omega M von 0,3, ist, dass das Maximum war, was man tatsächlich durch Messung dieser kritischen Dichte gesehen hatte. Die Art, wie Sie die kritische Dichte messen, ist ganz einfach. Sie messen einfach alles, was irgendwie Gravitationsmacht, und addieren es auf. Und da rennen Sie in zwei Probleme. Das eine ist, wenn Sie das naiv machen und sagen, die ganze Gravitation ist in Baryonen, in Objekten wie Sternen oder wie wir, die Kernfusion machen, dann kommen Sie nur auf ein Omega von 0,05. Was ein Riesenproblem ist. Wenn Sie dann genauer messen, die Masse von Galaxien, dann stellen Sie fest, dass Galaxien zu einem großen Teil aus Material bestehen, das wir nur über gravitative Nachwirkungen messen können. Das ist die sogenannte dunkle Materie. Sie nehmen also eine Galaxie her, messen die Rotation und überlegen sich, na gut, was für Material brauche ich, das nach den Newtonschen Gesetzen, nach den Keplerschen Gesetzen, die Galaxie so schnell rotiert. Und damit können Sie problemlos die Masse dieser Galaxie messen. Sie können auch messen, wie sich einzelne Galaxien in Galaxienhaufen bewegen. Und da stellen Sie auch fest, dass die Bewegung von Galaxien in Galaxienhaufen nur erklärbar ist, wenn es sehr, sehr viel dunkle Materie gibt. Ja? Damit kommen Sie, wenn Sie das alles aufaddieren, auf ein Omega von 0,3. Die Inflation will aber ein Omega von 1. Was ist also diese 0,7? Und die Antwort darauf ist, diese Kurve hier sagt Ihnen, dass sich das Universum beschleunigt expandiert. Die sagt, dass das Universum nicht gleichmäßig expandiert, wie das hier die blaue Kurve sagt, sondern das Universum, in dem wir leben, hat wohl ein Verhalten gehabt, das so aussieht wie diese rote Kurve. Und da gibt es jetzt also noch einen weiteren Term drin, und das ist hier ein Omega Lambda, und das ist die dunkle Energie. Warum heißt es dunkle Energie? Das heißt dunkle Energie, weil ein Großteil dieser Forschung gemacht wurde von Kollegen, die bezahlt wurden vom Department of Energy of the US Government. Einstein hat diesen Term in seine Relativitätstheorie eingebaut. Da hieß es noch die kosmologische Konstante. Als Einstein die allgemeine Relativitätstheorie sich abgeleitet hat, hat er Symmetrieüberlegungen gemacht und hat auf der linken Seite hat sowas hingeschrieben wie ein Energiegesetz, hat auf der linken Seite Terme hingeschrieben, die sagen, wie sich der Raum verhält, auf der rechten Seite Terme, wie die Materie mit dem Raumwechsel wirkt. Und dann hat er festgestellt, da gibt es noch einen Symmetrieterm drin, den ich brauche. Und den hat er groß Lambda genannt. Und dann hat er relativ lang rumargumentiert, warum dieser Term Null sein muss. Und da hat er sich halt geirrt. Ja, es gibt kein Argument, diesen Term auf Null draufzuschieben. So, das ist dieses Lambda. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, was ist das? Gut, dieser Term geht mit dem sogenannten kosmologischen Skalenparameter und verhält sich genauso wie ein Druckterm oder wie ein Materieterm. Einfach mathematisch argumentiert, ist es ein Ding, das dazu führt, dass wenn Sie ein Stück Raum haben, dass dieses Stück Raum nicht stabil bleibt, sondern gern expandieren will. Stück Raum heißt jetzt sowas wie Volumen von Millionen von Galaxien. Also Sie müssen auf sehr, sehr großen Skalen denken. Das werden Sie nie hier im Raum nachweisen können.
Ja? Das ist jetzt erstmal einfach eine Raumeigenschaft. Ja? Und diese Raumeigenschaft können Sie sich ein bisschen eben so vorstellen, wie dass ein Nichts an Raum einen Druck ausübt. So, ein Druck ist jetzt aber nichts anderes als eine Energiedichte. Ist einfach so. Wenn Sie mal Physik hier angucken, Druck ist eine Kraft pro Fläche. Wenn Sie da mal die Einheiten hinschreiben, kommt das Gleiche raus wie Energie pro Volumen. Ja, das heißt, der Raum hat die Eigenschaft, dass er gern größer werden will. Das kann man quantenmechanisch sich auch überlegen. Sacharow hat da zum Beispiel Überlegungen gemacht für diejenigen von Ihnen, die immer Physik gemacht haben, über den Grundzustand von physikalischen Theorien. Und das ist das Problem der sogenannten Vakuumenergie. Letztendlich, wenn Sie das nichts haben, dann können Sie nach der Quantenmechanik Teilchen und Antiteilchen erzeugen. Und die machen natürlich auch was. Und das führt so die Idee zu diesem expansiven Druck. Wenn Sie jetzt halt viel Universum haben, dann haben Sie auch viel Nichts, viel Raum. Das heißt, da wird dann diese Kraft größer und das führt jetzt dazu, dass so ein Universum hier eben beschleunigt wegexpandiert. Das ist die Idee. Damit wissen Sie, was dunkle Energie ist. Ich nenne es lieber kosmologische Konstante, das klingt aber vielleicht zu akademisch. Ne? Wenn Sie Geld wollen, ist dunkle Energie was, was deutlich besser zieht. Ja, und das haben halt die Kollegen, die vom Department of Energy, ja, was wollten ihr machen? Ja, Supernova, stimmt, die größten Explosionen, das ist noch okay, weil Department of Energy macht auch Atombomben, ja, also wenn ich da sage, explodierende Sterne, ist das auch schon mal gut. Aber wenn ich da noch dazu sage, das hat was mit Energie zu tun, das trifft's und deswegen hat Mike Turner dann diesen Begriff so gehört. So, jetzt können wir das Zeugs ausmessen. Und ich habe Ihnen gerade ziemlich viele Sachen erzählt, die ziemlich nach Science Fiction klingen. Ja, das sind ziemlich dicke Behauptungen, dunkle Materie, dunkle Energie. Aber wir wissen halt nichts über diese Eigenschaften. Ja? Und die Art, wie ich in der Physik halt Fortschritt mache, ist, wenn ich was nicht weiß, dann muss ich mal anfangen zu messen und dann mal hoffen, wenn ich ausreichend viele Messungen habe, dann kommt schon was raus, das Sinn macht. Ja? So funktioniert Physik immer, weil Physik ist eine Grundlagenforschung und Grundlagenforschung heißt erstmal, man hat eine gute Idee, man muss das überprüfen auf irgendeine Art und Weise und wenn ich das überprüfe auf irgendeine Art und Weise, dann kann ich entweder diese dumme Idee ausschließen oder ich kann zum Beispiel halt anfangen und mehr messen und wenn ich mehr messe über die Eigenschaften von was, dann habe ich vielleicht auch die Hoffnung mal, das Ganze ein bisschen physikalischer zu verstehen, als nur zu sagen, ja, der Raum dehnt sich halt beschleunigt aus. Ja? Und das ist genau das, was wir in der Grundlagenforschung machen. So, es gibt jetzt verschiedene Methoden, wie Sie Omega-M und Omega-Lambda messen können. Ich habe Ihnen schon ein paar erklärt. Ja, ich summiere halt für Omega-M, summiere ich im Prinzip alles, was gravitiert, mal auf. Für Omega-Lambda kann ich das auch machen. Und was ich Ihnen gerade erzählt habe, ist, dass ich das Ganze mit Supernovae machen kann. Und wenn ich mir jetzt hier mal ein Diagramm aufmale, wo hier die Materie ist und da die dunkle Energie, dann zeigt Ihnen diese Ellipse, die alle möglichen Kombinationen von dunkler Energie und dunkler Materie innerhalb derer die Supernova-Beobachtungen zu erklären sind. Und was Sie sehen, ist, das ist ein ziemlich großer blauer Flatsch. Ne? Jetzt muss ich mir andere Methoden überlegen, das Ganze zu machen. Ich hatte Ihnen vorher schon erklärt, dass es den kosmischen Mikrowellenhintergrund gibt. Der kosmische Mikrowellenhintergrund erlaubt es mir auch, die dunkle Materie und Omega-Lambda zu messen. Das liegt daran, weil der kosmische Mikrowellenhintergrund ganz leichte Temperaturschwankungen aufweist. Da gibt es Zonen, wo ich ganz bisschen weniger als diese 3 Kelvin oder 2,7 Kelvin, die er hat, misst und andere Zonen, wo er ein bisschen heißer ist. Das liegt daran, dass es Zonen gibt, wo als der Mikrowellenhintergrund entstanden ist, überlegen Sie sich hier wieder diese zwei Flächen, das Licht von der Gravitation schon beeinflusst war. Ja, Sie hier sind ja der größere Klumpen, Sie hier sind der weniger größere Klumpen. Wenn jetzt hier Licht rauskommt, spürt das Licht weniger Gravitationsanziehung als hier. Ja, Gravitation bewirkt jetzt eine Gravitationsrotverschiebung. Wenn ich als Photon raus, das hat man über den Mössbauer-Effekt gut nachgewiesen, ja, wenn Sie einen Laser nach oben schießen, dann kommt oben das Licht rot verschoben raus. Kann man über eine Strecke von 10 Metern im Gravitationsfeld ausmessen. Ja, wenn also das Licht jetzt hier aus dieser Gruppe rauskommt, dann hat es eine kleinere Gravitationsrotverschiebung, als wenn es hier aus der großen Gruppe rauskommt. Und das bedeutet, dass ich in ihrer Richtung einen leicht unterschiedlichen Mikrowellenhintergrundtemperatur messe als hier. Ja? Und diese Temperatur hängt jetzt eben auch wieder mit der Expansion zusammen. Das gibt mir dann diese Ellipse hier. Und wenn ich jetzt schon mal die Supernovae und diese Ellipse und die sogenannten baryonischen akustischen Oszillationen zusammennehme,
dann kann ich die Parameter des Universums auf diesen kleinen Bereich hier zusammenziehen. Aber das sind jetzt drei Methoden, die liefern alle unterschiedliche Abhängigkeiten und Sie sehen, die Fehlerbalken sind alle recht groß. Ja? Na gut, ich muss also, wenn ich die Parameter messen möchte, möglichst viel hier messen und genau da kommt jetzt Erosita und die Galaxienhaufen rein. Je nachdem, wie das Universum beschleunigt expandiert, werden Strukturen unterschiedlich entstehen. Das hatte ich Ihnen ja vorher schon gesagt. Ne? Stellen Sie sich jetzt mal vor, ich beschleunige hier die Expansion, dann wird Ihre Klumpung anders aussehen, als wenn ich die Expansion nicht beschleunige. Das können wir ein bisschen formaler so aufmalen. Fangen wir mal an. Im frühen Universum haben wir leichte Schwankungen, die aus der Inflation rauskommen. Und diese Schwankungen werden jetzt nach dem, was ich Ihnen vorher erklärt habe, wachsen. Hier ist also aufgetragen, wenn das hier nach oben geht, dann habe ich eine hohe Dichte. Wenn das nach unten geht, habe ich eine niedrige Dichte. Und wenn ich oberhalb so einer bestimmten kritischen Dichte bin, dann fange ich eben an, Galaxien zu bilden. Und wenn die Galaxien mal da sind und die voneinander verschmelzen, dann kann ich auch sogenannte Galaxienhaufen bilden. Wie genau jetzt diese Galaxienhaufen wachsen, hängt davon ab, wie sich das Universum expandiert. Und das ist hier drüben mal aufgezeichnet. Hier ist aufgezeichnet als Funktion der Entfernung von uns heute oder von rechts rüber, als Funktion der Zeit, die Dichte, die Menge an Galaxienhaufen im Vergleich zu heute für Haufen oberhalb einer bestimmten großen Masse. Und was Sie hier sehen, ist, je nachdem, wie diese kosmologischen Parameter verteilt sind, ist die Zahl der Galaxienhaufen bei einer bestimmten Entfernung unterschiedlich hoch. Wenn Omega M gleich 1 wäre, wenn das Universum also eine Maximalmasse hätte, dann würden die Haufen hier relativ schnell entstehen. Wenn das Omega M 0,3 wäre, viel langsamer. Und wenn wir so eine Kombination hätten, 0,3, 0,7 Omega M, Omega Lambda, dann wäre das hier diese grüne Kurve. Ja? Das heißt, ich kann, wenn ich Galaxienhaufen finde und Galaxienhaufen als Funktion des Abstands zähle, diese kosmologischen Parameter messen. Und das ist unabhängig von den anderen Methoden. Ja? Und die Physik, wie sowas entsteht, ist relativ einfach zu verstehen. So, und da kommt das Erosita ins Spiel. Und zwar, wenn Sie jetzt genauer abschätzen, wie man Kosmologie machen kann, um die Parameter gut zu messen, stellen Sie fest, ich brauche 100.000 Galaxienhaufen. Ich muss also irgendwo wissen, wo sind 100.000 Galaxienhaufen am Himmel. Und das ist ein Problem. Das Erste wäre natürlich, Sie würden sagen, ja gut, wir haben Sternwarten wie hier Sonneberg, gucken wir uns halt mal den Himmel an und suchen wir Galaxienhaufen. So schwer kann es ja nicht sein, die Leute haben ja Galaxienhaufen schon gefunden. So, hier ist ein Bild einer Zone am Himmel. Hier ist der Mond als Größe reinmontiert von mir. Und Sie werden mir hoffentlich zustimmen, dass es nicht so offensichtlich ist, außer für die, die schon wissen, wie der Komahaufen aussieht, wo der Komahaufen auf diesem Bild ist. Ich habe hier den bösen pädagogischen Trick gemacht, dass ich das interessante Objekt nicht ins Zentrum des Bildes geschoben habe, weil das ist immer zu einfach. Die Antwort ist hier. Ja, das hier ist der offensichtlichste Galaxienhaufen am Himmel. So, jetzt stellen Sie, das ist der größte, der wichtigste. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie wollen 100.000 von diesen Dingern sehen und viele haben noch weniger dichte Kontrast. Ja? Um das im Optischen zu tun, dann müssen Sie wirklich hingehen und Millionen von Galaxien finden und dann gucken, wo sind denn die hingeklumpt und wie groß ist das? Und die ersten paar Tausend sind noch einfach. Das ist in den 60er Jahren gemacht worden, aber wir wollen ja auf 100.000 kommen. Und da fangen sie an, haben ein echtes Problem. So, das ist eine schöne Aufnahme, Sloan Digital Sky Survey, ja, klasse State of the Art. Das hier ist ein richtig schlechtes Röntgenbild. Mit dem sogenannten SWIFT Burst Alert Telescope, das ist ein kodierte Maskending, das hat 50 Grad Gesichtsfeld, Auflösung vom halben Grad. Ich denke, es ist offensichtlich, dass diese Stelle hier interessant ist, oder? Ja, das ist das Ganze mit guter Röntgenauflösung von XMM, vom modernen Röntgensatelliten. So, warum funktioniert das? Das funktioniert deswegen, weil in Galaxienhaufen ein großer Teil des Materials nicht in den Milchstraßen steckt, sondern in einem Millionen- bis Milliarden Grad heißen Gas zwischen den Galaxien. Ja? Ein Galaxienhaufen hier wie Coma
Das ist jetzt mal rausgezoomt, wie Koma hier tatsächlich aussieht. So gut wie alles, was Sie hier sehen, bis auf dieses Objekt hier, sind Galaxien. Sie sehen hier tatsächlich auf diesem Bild aber nur ungefähr 10% der Gesamtmasse dieses Materials. Ein Großteil der Masse hier in diesem Haufen steckt im Röntgenbereich, im heißen Gas. Und zwar in einem heißen Gas, das sich zwischen den Galaxien befindet. Ja? Das ist die gleiche Zone wie die hier. Ja? Und dieses ganze Volumen hier um diese Milchstraßen herum ist eben von diesem Milliarden heißen Gas ausgefüllt. Und was da einfach passiert ist, wir haben einen tiefen Potentialtopf aus dunkler Materie und wir haben Gas, das sich in diesem Potentialtopf bewegt und das durch Schocks auf sehr hohe Temperaturen aufgeheizt wird. Diese hohen Temperaturen führen dazu, dass das Gas Röntgenstrahlung aussendet. Es sendet auch im Optischen ein bisschen was aus, aber dummerweise, weil das Gas sehr, sehr dünn ist, können Sie das Licht einfach nicht sehen. Das ist viel, viel lichtschwächer als die Strahlung jetzt der Sterne. Im Röntgenbereich ist es offensichtlich. Ja? Und deswegen ist ein besonders einfacher Weg, solche Haufen zu finden, einfach der, Sie müssen ein Röntgenteleskop bauen. Und das ist das, was Erosita ist. Ja? Hier ist ein anderes Beispiel. Wir sehen das bei all diesen Galaxienhaufen. Auch hier sieht man, das sind die Haufen. Und wenn Sie sich das Blaue ist ein Röntgenbild. Wenn Sie sich also mal dieses Blaue hier weglassen und nur außenrum, Sie würden diesen Haufen so gut wie nicht erkennen. Ja? Und das ist eben das Schöne dran. Wir können heutzutage Multiwellenlängenastronomie machen. Und wenn wir halt Multiwellenlängenastronomie machen wollen, dann gut, dann bauen wir halt ein Röntgenteleskop. Und so hat die Geschichte von Erosita angefangen. Angefangen hatte sie schon vor fast 20 Jahren, als in Deutschland nämlich das ROSAT gebaut wurde. Das war das deutsche Röntgenteleskop, mit dem der ganze Himmel abgesucht wurde. ROSAT war ein Satellit, das liegt einfach daran, dass Röntgenstrahlung eben nicht auf die Erde vordringen kann. Das heißt, wenn ich Röntgenastronomie machen möchte, muss ich mit Satelliten arbeiten. Das ist ein bisschen schade, ja, ich sitze erschreckend wenig hinter Teleskopen, weil als Röntgenastronom kann ich meine Teleskope nicht anfassen. Ja, ich muss halt mit Satelliten arbeiten, das ist also ein bisschen abstraktere Arbeit, weil ich letztendlich dem Rechner sage, mach mal und dann wird es da für mich beobachtet und die Daten kommen zurück. Also die Romantik des Astronomen geht da ein bisschen verloren, aber Sie können halt solche Zonen ganz gut untersuchen. Hier ist aufgetragen als Funktion der Wellenlänge, hier vom Gamma-Bereich bis runter in den Radiobereich, die Durchlässigkeit der Erdatmosphäre. Und was Sie hier halt sehen ist, ne, die Erdatmosphäre lässt halt im Optischen, ein bisschen im Infraroten, im Radiobereich Strahlung durch, alles andere wird absorbiert. Ja? Sollten glücklich sein drüber, sonst hätten wir alle Krebs. Aber im Prinzip ist es das halt. Na gut, wenn ich also den Himmel im Röntgenbereich angucken muss, muss ich in den Weltraum gehen. Das hat man zuerst gemacht, eben mit dem, also Röntgenastronomie gibt es seit Anfang der 70er Jahre. Da wurden immer nur erste einzelne Aufnahmen gemacht. Mit ROSAT, dem Röntgensatelliten, wurde das erste Mal eine Durchmusterung des ganzen Himmels gemacht. Ja, das ist also einfach was, was es davor nicht gab. Und das hier ist jetzt immer noch das beste Bild des gesamten Röntgenhimmels. Das zeigt Ihnen letztendlich die Verteilung von heißem Gas in unserer Milchstraße. Mit ROSAT wurden 19.000 Röntgenquellen insgesamt gefunden. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, mit Erosita wollen wir 100.000 Galaxienhaufen finden. Das heißt, Erosita wird, wenn Sie was bauen, um 100.000 Galaxienhaufen zu finden, ja, in dieser Zahl der Quellen hier sind, das müsste ich lügen, aber ich glaube, ein paar hundert Galaxienhaufen nur drin. Und das zeigt Ihnen, dass Erosita, wenn Sie 100.000 Galaxienhaufen finden wollen, finden Sie halt automatisch auch 2 Millionen schwarze Löcher. Sie finden Hunderttausende von Sternen, die Röntgenstrahlung machen und so weiter. Weil wir wissen ja nicht, wo die Haufen sind. Das heißt, der einzige Weg, wie ich die Haufen finden kann, ist, ich muss ein Teleskop bauen, das mir den gesamten Röntgenhimmel anschaut. Ja? Und das ist, was Erosita macht. Gerade eben. Also ganz einfach, wir wissen, wir müssen 100.000 Galaxienhaufen finden. Das bedeutet, wir müssen eine Durchmusterung machen bis zu dieser Zahl hier, die Ihnen nicht viel sagt, das ist aber nicht so tief, wie man gehen kann. Das ist aber im Prinzip so das Äquivalent wie das, wenn Sie im Optischen, sagen wir mal, ein 50-Zentimeter-Teleskop nehmen würden mit einem Gesichtsfeld von 2 Grad. Das ist so Pi mal Schnauze, das, was Sie hier erreichen können. Was hier rauskommt, ist eine Sammelfläche hier von 2000 Quadratzentimetern.
bei einer Energie von einem Kiloelektronenvolt. Und wenn Sie das jetzt machen, über den ganzen Himmel rüberschieben, dann werden Galaxienhaufen so aussehen. Das heißt, Sie suchen im Prinzip alles, was kein Punkt ist, das wird dann wahrscheinlich ein Galaxienhaufen sein. Ja? Relativ einfach. Die Frage ist jetzt, was ist die praktische Durchführung? Praktische Durchführung sieht so aus, Sie bauen das Gerät, wie das aussieht, zeige ich Ihnen nachher gleich noch. Und dann stellen Sie fest, dass Sie diesen Satelliten möglichst nicht um die Erde schießen wollen. Das liegt daran, das war ein großes Problem bei ROSA, das ist auch ein Problem bei anderen Satelliten, dass ein typischer Satellit bei einer Umlaufbahn von 90 Minuten knapp 500 Kilometer nur oberhalb der Erde ist. Ja? Satelliten, die meisten Satelliten sind sehr nah dran. Das ist jetzt ziemlich dumm, wenn Sie den ganzen Himmel angucken wollen, weil wenn Sie nur 500 Kilometer über der Erde sind, dann ist unter Ihnen die Erde. Ja, das heißt, Sie können immer nur den halben Himmel gescheit angucken. Und Sie haben vor allen Dingen auch vom Design des Satelliten große Probleme, weil Sie haben von unten die warme Erde, dann gehen Sie wieder in die Nachtzone rein. Das ist also ein Riesenaufwand. Was besser ist, ist, Sie fliegen raus in den sogenannten L2-Punkt des Erde-Sonne-Systems. Das ist ein bestimmter Punkt, um den rum Sie eine stabile Bahn fliegen können. Das ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg, ja, Mond 380.000, wir sind also recht weit weg. Und dieser Radius hier ist eine 0,5 Millionen Kilometer. Das heißt, Sie schieben den Satelliten da raus, lassen den um diesen Punkt rum machen und lassen ihn dann mit der Erde um die Sonne bewegen. Dann setzen Sie den Satelliten in Rotation und nach einem halben Jahr haben Sie den ganzen Himmel angeschaut. Und das will ich Ihnen jetzt mal ein bisschen andere Form, ein bisschen besser erklären. Vorteil von Weltraumexperimenten ist es, es gibt ein Budget für Werbung und die DLR hat einen sehr schönen Film mit unserem Input auch mitgemacht, in dem genauer erklärt wird, was das Messprinzip von Erosita ist und ich zeige Ihnen danach noch ein bisschen, wie die Hardware aussieht und wie der Start funktioniert hat und so. Erosita ist diese Dose hier, die befindet sich zusammen mit einem zweiten Instrument namens ArtXi auf dem Spektrum X-Gamma-Satelliten. Oder vielmehr der Probe. Das ist ein russisch-deutsches Experiment. Die Länder teilen sich die Kosten der Mission und sie teilen sich eben auch die wissenschaftliche Auswertung. Hier drüben ist der L2 im Erde-Sonne-System. Dieser Teil hier ist maßstabsgetreu, der Teil hier ist nicht maßstabsgetreu, weil das halt 150 Millionen Kilometer sind. Die Bahngröße, die jetzt hier gleich gezeigt wird, stimmt ziemlich genau überein. Wir setzen also den Satelliten und bewegen uns dann mit der Erde, mit dem Erde-Mond-System um die Sonne rum. Und Sie sehen jetzt, dass das da so eine sinusförmige Struktur macht, wo der halt zweimal um den L2-Orbit pro Jahr außen rum geht. Und das Ganze werden wir dann jetzt die nächsten 8 Jahre machen. Hier, wie ich gerade schon sagte, da unten ist die Plattform, das nennt sich Navigator in Russisch. Da ist ArtXi und hier ist eben Erosita. Erosita hat jetzt, um diese Sammelfläche zu machen, hier insgesamt 7 Teleskope, die alle auf einzelne Kameras draufgehen. Das hat einen großen Vorteil, wenn Sie 7 Teleskope haben, kann auch was kaputt gehen und Sie haben immer noch 6 übrig. Ja? Das heißt, Sie haben Redundanz eben, dass Sie sowas bauen können. Und wenn wir uns jetzt diese Großkreise mal anschauen, wir setzen uns jetzt halt hier in Rotation. Eine dieser Rotationen dauert 4 Stunden. Das Gesichtsfeld ist 1 Grad, das heißt, wir sehen die gleiche Zone mehrfach immer leicht gegeneinander verschoben. Das heißt, wenn eine Quelle ihre Helligkeit ändert, dann können Sie das merken. Und es baut sich dann halt auf die Art und Weise ein Bild des gesamten Himmels an. Sie sehen hier unten und da oben an den Polen des Survey ist die Exposure Time, die Belichtungszeit größer als hier außenrum. Sie machen jetzt ein ganzes Bild des Himmels all halbes Jahr. Und das Ganze machen wir eben 4 Jahre lang. Das heißt, wir machen 8 Surveys insgesamt. Das ermöglicht uns eben gleichzeitig auch, das hier ist jetzt die Projektion in galaktischen Koordinaten, das ermöglicht uns gleichzeitig auch eben zu sehen, ob Quellen variabel sind. Ne? Und nebenher kann man eben auch noch andere spannende Astronomie machen, zum Beispiel unten hier, die von Ihnen, die sich in galaktischen Koordinaten ein bisschen auskennen, draußen hängt es ja, hier ist die große Magellanische Wolke. Und die große Magellanische Wolke ist eben nahe einer unserer Survey-Pole. Hier ist die kleine Magellanische Wolke. Da hat es zum Beispiel einige 100 BE-Doppelsterne auch drin. Und die sehen wir halt wirklich alle paar Stunden immer wieder über die ganze Mission. Das heißt, wir können hier auch sehr interessante Astronomie von Sternen machen. Wir werden Supernova-Überreste sehen. Jeder dieser Punkte hier ist ein schwarzes Loch oder ein Neutronenstern.
System. Das heißt, wir können auch sehr viele zusätzliche Astronomie machen, außer nur dunkle Materie zu messen. Das hier ist natürlich eine Simulation, die wir in Bamberg gemacht haben, mit denen man das ganz gut sieht. Wie sieht das Ganze aus? Das Instrument schnippeln Sie auf. Da haben Sie hier diese Röntgenspiegel drin. Da unten sind die Kameras. Röntgenspiegel sehen sehr viel anders aus als diese schöne Optiksammlung, die Sie hier im Museum haben. Das liegt einfach daran, dass Röntgenstrahlung durch alles durchgeht. Das heißt, wenn Sie einen Röntgenspiegel bauen wollen, können Sie nicht einfach so ein Stück Metall ins Gesichtsfeld geben, weil dann würde das durchgehen, sondern Sie müssen was bauen, was sich streifende Reflexion durch streifenden Einfall nennt. Wenn Sie Röntgenstrahlung auf eine Metalloberfläche schicken, unter einem Winkel von knapp einem Grad, das ist jetzt hier blöd, weil wir hier einen Rand haben, okay, dies hier ist ein Röntgenspiegel, dann sehen Sie jetzt da hinten, dass der Laser halt reflektiert wird leicht. Ne? Das heißt, was Sie machen können ist, Sie bauen eine Kombination von einem Hyperboloiden und einem Paraboloiden, wo das Licht halt unter einem Winkel von unter einem Grad auf die Metalloberfläche drauf fällt. Wenn Sie das nur mit einem Paraboloiden machen würden, dann hätten Sie jetzt hier den 1 Grad Einfall und der Brennpunkt wäre ungefähr 30 Meter weit weg. Das ist nicht gut, weil das kriegen Sie in eine Rakete nicht rein. Ja? Also nehmen Sie noch einen Hyperboloiden und einen Paraboloiden, machen also zwei Reflexionen und damit können Sie Brennweiten zwischen 5 und 12 Metern ganz gut technisch erreichen. So, das Problem da jetzt ist, Sie brauchen ziemlich viel Spiegel. Ungefähr die Spiegellänge ist ungefähr so groß. Aber im Prinzip können Sie nur in einem ganz kleinen, haben wir ein Stück Papier? Ja, ich habe ein Stück Papier. Man baue einen Röntgenspiegel. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ja? Hyperboloid und Paraboloid. Und Sie sehen, dass wenn ich hier so einfach durchgucke, Großteil der Strahlung unreflektiert durchgeht. Das ist natürlich nicht gut. Ja? Also nehme ich jetzt mehrere von solchen Spiegelschalen mit unterschiedlichen Radien und steckt die alle ineinander. Ja? Und damit haben Sie ein optisches System, das halt auch ausreichend viel Sammelfläche hat. Das heißt, die Spiegelfläche, die Sie brauchen, um einen 2000 Quadratzentimeter Röntgenspiegel zu bauen, ist vergleichbar mit der von einem 5 Meter optischen Teleskop. Ja, also Sie haben echt viel Fläche für relativ wenig Reflexion. Ja? Das Ganze sieht so aus. Hier ist einer dieser Spiegel mit einem Techniker. Hier sehen Sie das gesamte Experiment, da sehen Sie so grob was die Größe. Und hier sehen Sie diese Spider-Struktur. Wenn Sie ganz genau hingucken, dann sehen Sie hier so einzelne Kreise. Hier und hier und hier und hier und hier. Also die gute Augen haben, werden das wahrscheinlich sehen. Wenn nicht, können Sie nachher mal vorkommen. Das sind einzelne so Dosen mit Röntgenspiegeln. Das ist Gold mit einem halben Millimeter Nickel, der das ganze Ding hält. Und die sind alle ineinander geschachtelt hier, 50 Stück von denen, und alle aufeinander justiert. Und das Ganze haben wir dann halt 7-mal. Die Kameras, ne, die sind hier, die sind co-aligned, das heißt, die gucken alle auf die gleiche Ecke. Abbildungseigenschaft ist super, das ist der innere Bereich, sehr schön. Außen hat man bei solchen Kameras Astigmatismus, das ist aber kein großes Problem. Die Kameras sehen so aus, das ist hier ein Siliziumstück, das ist ungefähr so groß. Ist dediziert gebaut, also ein richtig kräftiges Ding. Es ist ein relativ dickes CCD, weil eben Röntgenstrahlung stecken bleiben muss drin. Mit einem Ausleseteil, das sind also die hier die Detektoren machen, das ist im Prinzip ein CMOS-Sensor, ein Frameshift-Detektor. Hier steckt die Elektronik dran, die dann hier die Digitalisierung macht. Und das wird sehr schnell ausgelesen, weil wir uns halt über den Himmel bewegen und weil wir einzelne Photonen nachweisen wollen. Da drin steckt dann die Elektronik und ich glaube, ja, hier sieht man es ganz gut. Hier haben Sie die einzelnen Kameras, dazwischen Kabelleitungen und das hier ist zum Beispiel für die Kühlung der Kameras, weil sie halt im Weltraum sind. Ja, sie verbraten da 1 Kilowatt an Strom, also so viel wie Ihr PC zu Hause, wenn Sie kräftig zocken. Aber Sie können natürlich nicht mit Luft kühlen, weil wir sind im Vakuum. Das heißt, Sie müssen im Prinzip mit Flüssigkühlung die ganze Energie wegtransportieren und dann auf so große schwarze Panels draufschicken, die ins Vakuum abstrahlen. Also es ist wirklich sehr, sehr aufwendig, sowas zu bauen. Gut, das ganze Ding wurde jetzt bis vor 2 Jahren vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik zusammen mit der Industrie gebaut. Wir haben sehr viel Software dafür geschrieben immer noch. Das ist so der Job, den wir bei diesen Sachen übernehmen in Bamberg.
Wir sind dann, das Ding war dann fertig, ist dann hier in diese Box gekommen, man hat es zugemacht, in München ins Flugzeug gesteckt, ist dann damit nach Moskau geflogen, in Moskau gelandet. Dann ist man das Ganze auf einen LKW gesteckt, das ist der LKW. Sie fragen sich vielleicht, warum? Aber diejenigen von Ihnen, die schon in den älteren Zeiten da werden, werden sich daran erinnern, dass die Federung von DDR-LKWs ein bisschen weicher waren. Das ist bei den alten russischen LKWs auch so und das ist sehr gut, wenn Sie einen Satelliten transportieren müssen, weil der halt richtig schön weich gefedert ist. Sie können sich also entweder eine sehr, sehr teure Luftfederung im tollen LKW leisten oder einfach so einen alten LKW am Laufen halten und die haben das halt so gemacht, ne? Dann wurde das Ganze in Moskau bei Lavochkin hier im Rheinraum auf den Navigator draufgebaut, verheiratet mit Adexi dran, verkleidet hier mit thermischer Folie. Und dann wurde das Ganze mit einer guten alten Tupolev nach Baikonur geflogen, wo das Stadtzentrum ist, und wurde dann hier in die Rotoren oben reingesteckt, Aufkleber drauf gemacht, thermische Folie außenrum. Das ist ein Foto. Das nicht von mir ist übrigens, auch das vorherige nicht. Ich habe Aerosita zwar so gesehen, aber wir durften da keine Fotos machen, weil das ist bei Lavochkin in Moskau und das ist die Firma, die die Satelliten baut, die es gibt und die Satelliten baut, die es nicht gibt. Und da dürfen Sie also nicht unbedingt Fotos machen. Genauso auch hier ist diese Integrationshalle, ist off-limits, außer man muss tatsächlich mit dem Satelliten was hardwaretechnisch machen. Ne, dann wird das Ganze gehievt hier auf dem Kosmodrom auf den Zug drauf und dann wird das Ganze mit dem Zug zur Stadtplattform gemacht. Ich letzten Sommer, die deutsche Delegation, waren ungefähr 40 Leute oder so, sind dann eben nach Moskau geflogen zu dem Start. Da fliegen sie dann also, da gibt es dieses Kosmos-Terminal hier von Roskosmos, da fliegen sie dann nach Baikonur. Was auch sehr spannend ist, also wer Weltraum begeistert ist, mal in Baikonur rumzulaufen, ist gut. Ich kann Ihnen aber auch sagen, einmal in Baikonur gewesen zu sein, ist eigentlich ausreichend, weil da hat es 42 Grad. Wenn Sie so den Vibe des Orts sich vorstellen wollen, das ist so wie so in so einem Zombie-Ballerspiel, weil Sie halt im Prinzip, ja, Sie haben einen Ort, der war, ne, Plattenbauten, 140.000 Einwohner mal, jetzt unter 70.000. Und da fällt natürlich alles auseinander. Und das Kosmodrom daneben ist so gigantisch groß, dass es nicht notwendig ist, irgendwas abzureißen. Also beispielsweise, da steht dann halt noch die Integrationsplattform und das Stadtplatz von der Buran rum, ne? Also die sowjetische Kopie des Space Shuttle. Und dann ging es da halt nicht weiter. Und der Kran steht noch genau in der Stellung dort, in der er halt war, als das Projekt eingestellt wurde. Das ist absolut genial, ne? Und na gut, dann sehen Sie da die Rakete, hier ist die Proton. Und da können Sie sogar hin. Also hier ist der Beweis, dass ich Ihnen hier nichts vorflunkere. Und das ist nicht gefaked, nee, nee, das ist echt, es war echt heiß, ich habe den Hut abgenommen und alles. Na gut, so war es dann. Dann kriegen Sie die Potemkinschen Dörfer, weil sie nämlich ewig am Starttag noch rumgefahren werden, weil es nämlich ein Batterieproblem auf der Rakete gibt und einem das erstmal nicht gesagt wird, bevor es nicht dem Chef der russischen Raumfahrtagentur gesagt wird. Auch wieder die älteren Semester hier werden sich an den Informationsfluss erinnern, wie er vor der Wende war. Da hat sich letztendlich in diesem Bütten dort nichts geändert. Es ist natürlich alles gut, bis dann plötzlich doch nicht geht. Und dann fliegen sie wieder heim. Dann wird das Ganze wieder abgebaut, geht zurück, Batterie ausgetauscht, das Ganze geht wieder auf die Startplattform. Ich hier natürlich wollte da auch hin, bin also nach München, fliege von München nach Moskau. Das Handy ringt, läutet, DLR ist dran, du Jan, wir haben ein Problem. Gab es nämlich Probleme mit der Treibstoffleitung. Jetzt stand ich da also in Scheremetjewo und was machst du dann? Ich hätte jetzt also nach Kasachstan weiterfliegen sollen. Dann 6 Stunden Taxifahrt, dann 4.000 Euro zahlen, um nach Baikonur reinzukommen. Das ist der ermäßigte Termin, wenn man was mit den Projekten zu tun hat. Dann hätte ich den Start vielleicht gesehen oder auch nicht. Taxi wieder zurück und heim. Wenn nicht, wäre dann der Start einen Tag später gewesen. Dann hätte ich aber umbuchen müssen über Astana und noch 3 weitere Orte. Und dann hätten Sie, geehrte Steuerzahler, ungefähr 6.000 mehr zahlen müssen, habe ich gedacht, ich bin noch nicht blöd,
habe einen Schokoladenkuchen gegessen, Kaffee getrunken und bin wieder nach München geflogen. Ich war dann also am MPE und im Nachhinein war das gut, weil letztendlich, ich hatte hier schon alles gesehen bis auf den Start. Meine nächste Chance auf den Start ist 32 übrigens, also, und ich gehe erst später in Ruhestand. Das wurde also noch was. Das hier ist also der Start mit dem Feinstaub. Dann geht das Ganze also hoch und nach 3 Minuten ist es alles weg. Wie es dann weitergeht, ist einmal um die Erde rum. Und dann wurde die Block-DM-Oberstufe nochmal gelöst. Und dann schickt man das ganze Dings eben raus zu dem Lagrange-Punkt. Und das dauert dann 8 Wochen, bis man ankommt. Das Gute für mich war, letztendlich lief alles super, bis auf halt Kuchenessen in Moskau, weil ich habe Baikonur und alles gesehen, was da spannend ist. Ne? Also ich habe mich auf den Stuhl von der Buran gesetzt, weil das steht da rum, da kann man einfach rein und sich hinsetzen und all so Zeugs und man sieht Gagarins Haus. Ne? Ist auch nicht schlecht, das ist schon toll. Aber ich habe dann auch das gesehen, weil nämlich, wenn sie im Baikonur sind, kriegen sie nichts mit, weil Handyempfang haben sie auch nicht. Ich war hier am MPE und 2 Stunden nach dem Start am Abend kamen dann die ersten Daten rein. Das war also von der Seite her schon super. Hier sind die Temperaturen der Kameras und man sieht, die gehen alle auf einen Wert her, sprich die Kühlung hat funktioniert. Und damit hat alles funktioniert. So, seitdem haben wir das Ding ausgecheckt und im Oktober haben wir sehr schöne Aufnahmen gemacht. Und das hier ist das First Light-Bild der großen Magellanischen Wolke. Sie sehen hier Supernova-Überreste, massenweise Punktquellen. Hier eine sehr helle Quelle mit Bildstörungen von den Spiegeln. Das Ding funktioniert also sehr gut. Hier ist ein Nachweis, dass wir Galaxienhaufen sehen können. Das ist ein optisches Bild vom Galaxienhaufen. Das da drüben ist das Erosita-Röntgenbild. Funktioniert also alles. Wir haben ein paar technische Probleme. Die Kamera ist hin und wieder... Machen Sie sich einfach ein Reset, aber das ist halt so, da ist was nicht ganz strahlungsfest. Das ist aber kein größeres Problem, muss halt einen Reset-Button drücken. Also von dem her funktioniert der ganze Laden. Wir prozessieren alle Daten, die gehen durch Software, die wir in Bamberg geschrieben haben, durch. Wir machen die Erkennung von hellen Quellen. Wir sehen jeden Tag mehrere Sterne, die vor sich hin flackern zum Beispiel. Wir haben neue Quellen schon gesehen, die es einfach noch nicht gibt. So, jetzt habe ich noch ein bisschen länger gedauert. Ich hoffe, es war nicht zu schlimm für Sie. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.